Heute das Topspiel in der Fußball-Bundesliga, das Berliner Derby. Union Berlin gegen Hertha BSC. Die Unioner gehen in Führung mit einem Elfmeter von Sebastian Polter in der 90. Spielminute. Jetzt nicht zu hoch, 92. Minute, es gab eine Unterbrechung. Also ungefähr, keine Ahnung, circa oben Uhrzeit, also oben die Sky-Anzeige war circa bei 100 Minuten insgesamt. Also ganz entspannt, 10 Minuten circa vor Schluss. Warum gab es die Unterbrechung? Hertha-Fans haben Raketen aufs Spielfeld geschossen. Fast ein aus dem Trainerstab von Union getroffen im Spiel. Unterbrochen, ging dann weiter ganz entspannt. Und dann, ja, also das war so im Spiel der einzige richtige Aufreger. Statistisch gesehen 14 Schüsse von Union, 7 von Hertha. 6 aufs Tor von Union, 3 von Hertha. 55% Ballbesitz von Union, 45% von Hertha. 450 Pässe von Union, 380 von Hertha, 74% Passgenauigkeit von Union, 73 von Hertha, 14 Fouls mit einer gelben Karte hat Union verursacht, 10 Fouls mit einer gelben haben die Hertha zu verursachen. In der Tabelle sieht es so aus, 10 Spiele, 11 Punkte auf dem 11. Platz, Hertha. Union hat nach 10 Spielen 10 Punkten und sind auf dem 13. Platz, also sehr nahe aneinander, punktetechnisch. Zwischen den beiden liegt nur Bremen, okay, akzeptabel. Und jetzt noch eine kleine Sache zum Spiel. Nach dem Spiel, natürlich kennt man ja Union Hertha, haben eine kleine Feindschaft. Minimal, würde ich sagen. Und Union-Fans maskiert wollten aufs Feld, 20, 30 vielleicht. Wollten aufs Feld stürmen. Und so eine 10 hatten wir letztens erst beim Abstieg von HSV damals. Und die Hamburger sind, also die Spieler, alle sind ja wie kleine Mädchen damals schreiend in die Kabine gerannt und haben sich verbarrikadiert. Das macht man hier bei uns in Berlin nicht und am meisten nicht, wenn man aus dem Osten kommt. Dann steht man da, redet mit denen, redet auf die ein und sagt, ey, geht mal zurück, das schadet den Verein, das schadet nicht nur euch, ihr seid maskiert, ihr werdet gefühlt eh nicht entdeckt, aber uns als Verein schadet das. Das hat auch gewirkt. Die maskierten Fans sind wieder in den Fanblock gegangen, haben keine Scheiße gebaut, ganz entspannt, nichts ist passiert. Die Unioner haben einfach gezeigt, dass es echte Männer sind, nicht wie die Pussys aus Hamburg.